Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief the Dark Project Gold. Und wir sind immer noch vor dieser wunderbaren Tür, durch die wir gleich durch möchten, denn die Kathedrale zu finden erweist sich als etwas schwieriger als erwartet. Und deshalb werde ich jetzt erst einmal hier dieses Räuschen plündern. Ich habe keinen Ingame-Sound mehr. Warum? Doch, habe ich noch. Okay, offensichtlich hat es bei der Tür gerade ein bisschen gehakt. Nein, ich möchte sie nicht nochmal aufschließen, danke. Und speichern. Ja. Hier, das ist ein... Hilfe. Relativ besonderes Häuschen. Ein mehr oder weniger verstecktes Häuschen, sage ich mal. Und mitunter ein Grund, warum man in diesem Level ziemlich viel Geld machen kann. Aber es ist auch nicht sehr einfach, beziehungsweise nicht sehr sicher, sag ich mal, hier dieses Häuschen zu erkunden. So, Tür kriegen wir nicht auf, aber... Schlüssel befindet sich unter der Fußmatte. Finde ich sehr genial, wenn ich denn jetzt drankommen würde. Hallo? Dankeschön. Nein, nicht. Ach, scheiß drauf. So. Nun befinden wir uns in dem Haus. Das Problem ist, in diesem Haus gibt es kaum dunkle Ecken. Gut, dann machen wir halt einfach das Licht aus. Und da seht ihr den Grund, warum dieses Haus so gefährlich ist. Das, meine Freunde, sind, ich würde mal sagen, untote Hammeriten. Aber das sind wirklich richtig mächtige Viecher und wenn die einem in die Quere kommen, beziehungsweise wenn man denen in die Quere kommt, dann kann das sehr ungemütlich werden. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man sie ausnocken kann. Ich möchte das bei dem aber ehrlich gesagt auch gar nicht probieren gerade. Ich würde sagen, lass den erstmal seiner Wege gehen. Das Problem ist, ich muss denselben Weg gehen. Ja. Wie machen wir es am besten? Speichern und hinterher. Ja, wie versuchen können wir es nicht. Und ich hoffe einfach mal, dass der jetzt nicht direkt zurückkommt. Aber ich höre ihn. Er kommt zurück. Oh Gott, er kommt zurück. Das heißt, ich muss tatsächlich versuchen, ihn irgendwie auszunocken. Und das möglichst bevor er mich zu sehen bekommt. Ich könnte das ja tun, wenn er da vorne steht. Seht ihr? Das klappt leider nicht. Aber lustigerweise hat er mich auch gar nicht bemerkt. Jetzt ist die Frage, wie kann man diese Viecher töten? Oder kann man sie überhaupt töten? Vielleicht ist die einfachste Methode, ihnen irgendwie aus dem Weg zu gehen. Dann tue ich das doch mal. Jetzt dauert dieses Schloss natürlich wieder ewig, das war klar. Hauptsache, man braucht ganz viel Zeit und muss die ganze Zeit Angst haben, dass er dieses scheiß Vieh entdeckt. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen beeilen kann man sich aber schon. So, einmal, Moosfall, Gold und Stillleben. Okay, hier in diesem Raum geht es offensichtlich nicht weiter. Das heißt, ich muss doch... Oh, hi! Okay, ich versuch's mal hiermit. Wow. Holy shit. Hat
Habt ihr gesehen, was dieses Vieh mit mir angestellt hat? Oh Gott. Da krieg ich mal richtig, richtig Respekt. Und vor allem Schiss. Wartet mal, ich werde einfach mal versuchen. Da vorne. Eine Mine hinzuschmeißen. Das ist natürlich viel zu weit. Hört ihr das? Oh, das ist der Wahnsinn. Krieg ich mal richtig Gänsehaut bei. Oh, ist das übel. Ich finde, die hören sich so ein bisschen an wie die Nazgul aus Herr der Ringe, oder? Sind auch ungefähr genauso gefährlich, finde ich. Okay, ich hoffe, das mit der Mine funktioniert. Nein, das möchte ich nicht. Dann packen wir da noch einen. Ach, scheiße. Kann ich die Fahrlos wieder einsammeln? Nein, ne? Wenn die einmal scharf ist, ist sie scharf. Ich trau mich nicht. Ich kann sie nicht wieder einsammeln. Scheiße. Ah, jetzt habe ich natürlich gespeichert, ich Dummbatz. Naja, was ist das? Wartet, ich versuche was anderes. Okay, also mit Minen kann man sie ausschalten. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. So. Au! Das war so klar. Das war einfach sowas von klar. Naja, was soll's. Es hat nicht soll sein, dass ich hier unbeschadet durchkomme und dass ich nicht wieder einfach mal demonstriere, wie dämlich ich bin bei manchen Sachen, Situationen, whatever. Was denn, ist hier nur einer unterwegs? Ich meine, hier werden mehrere. Schlüssel ist Blödsinn, wird es nicht geben für das Ding. Okay. Ich weiß aber, dass es hier noch einen gibt. Das waren zwei, die hier rumliefen. Ich habe nur keine Ahnung, wo der andere ist. Oh, Weihwasser. Hätte ich die auch mit Weihwasserpfeilen kaputt machen können? Hm. Würde ja irgendwo auch Sinn ergeben. Wenn sie nun tot sind. Och, schon wieder, ey. Jolt, jolt, jolt. Schon fast 2000 zusammen. Meine Güte. So, jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Weil ich meine, das wäre nicht alles gewesen. Es kann doch nicht sein, dass dieses Haus nur aus diesen zwei Räumen besteht, oder doch? Außerdem liefen hier doch zwei von diesen komischen Typen. Ja, das war nicht so schlau, jetzt das Licht anzumachen, aber ist egal. Ist denn ernsthaft? Aber das war's? Na gut. Dann soll es mir egal sein. Und wir hätten das Häuschen erkundet. Ich finde, meine Leben sind gerade ein wenig besorgniserregend, sag ich mal.
Aber was soll man machen? Vor der eigenen Dummheit ist man eben nicht gefeit. So. Dann würde ich sagen, wieder zurück. Möglichst nicht darunter fallen. Dankeschön. Oh. Zack. So. Es gibt hier irgendwo noch eine andere Brücke. So viel weiß ich mittlerweile. Einziges Problem an der Sache ist, dass ich keine Ahnung habe, wo diese Brücke ist. Ich weiß auch, dass es hier noch einen anderen Bereich quasi gibt. Ja, mal hier unten rein. So, zack. Ich meine, hier wäre ich auch schon mal gewesen. Oder? Nein? Vielleicht nicht? Gut, dann hat sich das erledigt. Warum zum Henker kann man hier runter? Was ergibt das für einen Sinn? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Oder soll mir das irgendwas sagen? Wahrscheinlich nicht. Plupp. Wow! Speedy Gonzales! Okay, lasst mich überlegen. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh! Kommt hier dieser Feuermensch entlang? Oder läuft er da unten längs? Nee, der läuft da unten längs. Mein Gott. Ich bin jetzt geschrocken, Mann. Okay, hier bin ich wieder da, wo ich gerade eben war. Aha. Hier ist die andere Brücke. Und da hinten ist nämlich auch direkt schon der Spinner, die uns erwartet. Hey, mein Freund. Ach Mist, warum bin ich eigentlich immer der Meinung, dass die drei Pfeile aushalten? Okay, dann kann es ja jetzt weitergehen, Freunde. Und ich bin auch schon... Ne, 12 Minuten habe ich. Okay. Gut, jetzt muss ich ein bisschen auf meine Seilpfeile aufpassen hier. 3 Stück habe ich noch. Upp, 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 upp. Nein, nicht, halt dich fest. Okay, danke schön. Da ist nämlich noch mal zu holen hier. So, das war's aber dann leider auch schon. Ups. Ja, passt. Palim, palim. Hier gibt es doch sicher auch noch irgendwas zu mitnehmen. Natürlich. 2100 Gold. Aber wenn ich mich nicht ganz irre, na gut, ich irre mich ja ständig, geht es da oben zur Kathedrale. Würde ich gerne einmal hier längs, was mir nichts bringt, falls hier nicht weitergeht. Hier aber. Cool. Hier geht's zur Kathedrale. Hier geht's zur Kathedrale, okay. Heißt, es gibt zwei Wege. Ach, gar nicht wahr, das ist ein einziger Weg. Ist egal, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich hier längs gehen muss, wenn ich zur Kathedrale möchte. Und das möchte ich natürlich, weil ich gerne dieses Level irgendwann auch beenden möchte. Jede Menge möchte es. Wenigstens sage ich, ich möchte und nicht, ich will. Bin wenigstens höflich. Schon offen? Tatsache, schon offen. 2200. Mein Gott, das ist der Wahnsinn. Ah, shit. Ja gut, fast. Okay, versuchen wir es nochmal.
Hey! Jawohl. Bingo. Hat's mir irgendwas gebracht? Nein. Außer, dass ich mir selber bewiesen habe, dass ich hochspringen kann. Awesome. Oh, nicht wehtun. Danke. Gut. Dann würde ich sagen, gehe ich aber noch einmal zurück. Denn hier gibt es noch etwas zu holen. Da drüben auf. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Perfekt. Oh. Ah, da ist noch ein Feldfang. Sehr schön. So. Einmal öffnen, bitte. Es hörte sich an, als wäre er wieder auf. Jawohl, ein Weihwasser. Dankeschön. Und das war es aber, glaube ich, auch schon hier. Ich kann mal da unten. Obwohl, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich dann hier nicht mehr rauskomme aus dem Wasser. Obwohl, mit dem Seilfall komme ich doch auch wieder raus. Eigentlich. Müsste ich da auch wieder rauskommen. Oh je, oh je. Ach so, ah. Oh, okay. Hier geht's weiter. Ich bin mir sicher, dass ich hier schon mal hergeschwommen bin. Hier ist ein... What the fuck? Was ist das denn? Hier ist ein... Ernsthaft? Was ist denn? Ich glaube, das ist dieser eine verschollene Barrick, den wir im letzten Part in dieser Höhle gesucht, aber nicht mehr gefunden hatten. Kann es sein? Hi! Ja, dachte ich mir schon. Ich habe mich schon gefragt, warum der nicht ertrunken ist. Wahrscheinlich, weil er einen Kopf in der Wand hängen hatte. So, wieder einmal Speedy Gonzales. Nein, halt dich fest und spring da hoch. Da hochgehen, bitte. Bup. Komm schon. Hey, will ich doch machen. So, hops. Okay, war ich hier auch. Relativ unspektakulär. Hier war ich auch. Okay, dann kann ich mich jetzt auf den Weg zur Kathedrale machen. Würde ich mal sagen. Weil... Und so. Ach, ist das schön hell hier überall. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Nee, ne? Da ging es nicht weiter. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich hole schon mal das Schwert raus, vorsichtshalber. Geister rum. Und die kann man ja bekanntlich fast nur mit Konstantins Schwert töten. Ich weiß nicht, wie die auf Blitzbomben oder Minen oder ähnliches reagieren, aber ich gehe mal davon aus, dass es schwierig wird. Ja. Noch gar keine Wasserpfeile hier verbraucht, weil es eigentlich aber auch vollkommen unnötig ist, hier irgendwelche Wasserpfeile zu verschießen. Es hört sich an, als würden so Kinder flüstern oder Kinder reden die ganze Zeit. Das ist so unheimlich einfach. Kann man die eben noch? Nee, ne? Bestimmt nicht. Wäre auch Blödsinn, wenn man das könnte. Stirb, Geist! Oh, da ist noch einer. Da oben! Du Mistkerl! Nein, nicht mit Wasser. Feuerpfeile, bitte. Danke. Würdest du bitte endlich... Dankeschön. Okay, Feuerpfeile funktionieren und
Das Schwert von Kanzel nicht funktioniert. Warum bewerfen die mich mit Steinen? Das ist nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Deswegen sollte ich das jetzt vielleicht noch einmal tun. Bevor ich mich hier auf den Weg in diese Kathedrale mache. Okay. Auf geht's, auf geht's. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, ob hier auch noch irgendwas rumlungert, aber das hier sieht nicht sehr... Sieht nicht so aus, als wären die uns in irgendeiner Form freundlich gesinnt hier. Okay, hier kommen wir so. Hier kommen wir so nicht rein, wie ihr seht. Schlüssel. Haben wir zwar, aber die funktionieren alle nicht, weil diese Türe verschlossen ist für uns. Heißt, in erster Linie irgendeinen Weg finden, um da reinzukommen. Und was man dann natürlich als erstes macht, ist einfach mal die komplette Kathedrale zu umrunden, in der Hoffnung, irgendetwas zu finden. Okay, hier ist aber auch nichts mehr mitzunehmen, geschweige denn ein Weg nach drin. Heißt, wir nehmen einfach mal die andere Seite. Ja, komm, hört auf mit euren scheiß Geräuschen. Ich weiß, hier ist alles sehr unheimlich. Uhu. Und ich würde aber gerne noch irgendwas finden, was ich hier mitgehen lassen kann. Da muss doch irgendwas Wertvolles rumliegen, man. Hier sind so viele Menschen gestorben. Die müssen doch irgendeinen Geldbeutel bei sich gehabt haben. Kann doch so nicht sein hier. Mensch, nichts. Einfach mal nichts. Das sieht nach jeder Menge Hammeritenleichen aus, wie über die Hammerköpfe rumliegen. Ah, tada. Da ist das Haus. Okay. Wie Konstantin schon erwähnt hat, es ist nicht einfach irgendein Edelstein. Das Auge hat gerade mit uns geredet. Ja, komm, ey, ist gut. Jetzt müssen wir uns das Ganze nochmal anhören. Im Endeffekt erklärt er uns, dass, also er geht davon aus, dass wir ein Mann sind, der es retten will. Also es ist quasi darin gefangen in dieser Kathedrale. Und es sagt uns aber, dass die Tür verschlossen ist und dass nur die Hüter wissen, wie man diese Tür öffnet, weil sie von ihnen verschlossen worden ist. Das Auge sagt uns auch, wie wir an das Geheimnis herankommen, wie man diese Tür jetzt öffnen kann. Und zwar brauchen wir dafür gewisse Talismane. Die Zeichen sagen einem im Prinzip schon so ein bisschen, dass es um die vier Elemente geht wahrscheinlich. Und ja, wie gesagt, wir brauchen dafür spezielle Talismane und das Geheimnis dieser Talismane wird uns eröffnet werden, wenn wir einen bestimmten Geheimgang finden, den wir jetzt ansteuern werden. Und ja, wie gesagt, die Hüter haben damals diese Kathedrale versiegelt, in der Hoffnung, dass niemand jemals an dieses Auge rankommen wird. Das Ganze hatte durchaus seinen Sinn. Aber wenn natürlich die Million winkt, wie sollte es anders sein? Dann werden die Menschen dumm. So. Hier ist die Statue, die wir mit Feuer beleuchten müssen, quasi erhellen müssen. Und dann wird sich uns ein Geheimgang auftun, bei dem wir das Geheimnis der Talismane erfahren werden. Tada! So.
Okay. Hier finden wir jetzt ein kleines Geheimnis unserer Hüterfreunde. Ich wüsste zu gern, ob da oben noch irgendwas ist. Aber dafür ist jetzt gerade keine Zeit. Looks like this place was built by my old pals, the Keepers. Ach ja, they're hiding in here. What are they hiding in here? Die Hüter, falls ihr euch erinnert, ganz am Anfang des Spiels, waren diejenigen, bei denen Garrett in die Lehre gegangen ist, sozusagen. Und bei denen er all das gelernt hat, was er jetzt halt kann. So, ne? Ihr wisst ungefähr, was ich sagen will, hoffe ich. So. Jetzt müssen wir versuchen, auf diesen Podesten hier quasi jeweils Gewichte zu verteilen, sage ich mal. Das Schwierige daran ist nur, genau, das Gewicht da erstmal drauf zu kriegen. ja, dürfte passen, denke ich. Hey, kann ich da nicht drauf? Doch, ich kann da drauf. Tada! Das Problem ist nur, sobald ich jetzt runtersteige, geht die Tür wieder zu. Gibt es hier noch irgendwas, was ich da drauf hauen kann? Hat das nicht funktioniert hier? Das muss doch eigentlich funktionieren, oder nicht? Reicht nicht. Probieren wir das mal so. Nein? Okay, wartet. Ich lege mir mal kurz den Schlüssel hier bereit. Ah! Ich verstehe. Okay, ja, wie mache ich denn das jetzt? Problem. Das geht überhaupt nicht runter hier, das Ding. Warum nicht? Weil es noch zu leicht ist. Das kann überhaupt nicht sein, Mann. Gibt es denn noch irgendwas, was ich mitnehmen muss vielleicht? Oh mein Gott, ich bin schon bei einer halben Stunde. Oh mein Gott, ich muss diesen Part beenden. Scheiße, ich habe schon wieder viel zu viel überzogen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich bin so in meinem Spielfluss drin gewesen, dass ich überhaupt nicht gemerkt habe, wie die Zeit vergeht. Ja, dann beende ich diesen Part an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall das Geheimnis der Hüter lüften und diesen Part beenden. Diese Mission. Und dann geht es wahrscheinlich auf die Suche nach den Talismanen. Schaut unten in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin. Und das Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Kommentare sind auch immer sehr gern gesehen. Tobt euch aus und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!